Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Die Sims 3 und unserem Haushalt Zoom. Mensch, wir stehen hier gerade mit Lara in der Küche und es wird fleißig etwas zum Frühstück zubereitet. Mittlerweile ist zwar Brunchzeit, aber Lara denkt sich, wir brauchen was zum Frühstücken und ja, das ist ja richtig so, weil wir haben nichts mehr und das ist weniger gut, denn alle haben Hunger. Ja, außer Michelle und Casey, die waren gerade bei Wettbewerben um die Wette futtern. Und sind dementsprechend sehr, sehr satt und brauchen da jetzt nicht unbedingt mehr so viel zu essen. Aber generell, ne, der Frühstücksteller hier ist leer, wir brauchen was Neues und deswegen ist Lara hier am Dun. Ha, Quitty, wie geht's dir denn? Sozial ist es schon wieder so ein bisschen leicht im Keller, kann das sein? Wie geht's Barbie und Flöckchen? Hier wäre an sich Bewegung nicht allzu verkehrt. Oh, das wollte ich gerade gar nicht machen, aber auch gut. Aber Anvian ist ja jetzt auch gar nicht so verkehrt. Dann versuchen wir das einfach mal. So, irgendwie. Hallo? Gut, okay. Anvian hat sich dann an der Stelle weggestrichen. So, und da können wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen gern haben. So, beschnüffeln können wir dann auch nochmal. Tier kennenlernen. Wie kann man denn ein Tier kennenlernen, indem man einfach sagt, hallo, jetzt kenne ich dich auch. So, beschnüffeln, eine Runde Kontakte knüpfen und eine Runde anschmiegen. Perfekt. So, Casey kann dann noch ein bisschen spielen. Wir müssen dann vielleicht da mal eine Toilette aufsuchen. Hier wird noch fleißig gemalt. Hier wird sich frisch gemacht und sauber gemacht und gegessen wurde hier auch. Dann stellen wir das hier mal weg und dann müssen wir mal dringend auf die Toilette. Bevor es zu spät ist. So, soweit, so gut. Pünktchen müsste auch mal pieseln rein, theoretisch. Dann Pünktchen, geh mal eine Runde pieseln. Und danach können wir hier mal eine Runde kauen. Ich wollte mal gucken. Okay, wir packen mal das mit dem Ballspielen hier hin. Das kriegen wir dann, glaube ich, ganz gut hin. So, wir wollten auch gerne Trinkgeld verdienen. Ich bin ja mal gespannt. So, Gitarre. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich hochgegangen ist, weil wir brauchen noch viele Punkte für die Gitarre. Schwierig. So, wir gehen jetzt endlich baden. Danach können wir eigentlich auch schon wieder schlafen gehen. Machen wir dann an der Stelle auch mal. So, Lara war jetzt auf Toilette. Ihr geht es schon mal deutlich besser. Dann können wir mal hier unseren Teller noch wegräumen. Und ich überlege gerade, ach, wir gehen hier einfach mal in die Badewanne. So, Casey, lassen wir noch ein bisschen spielen. Sie möchte sich auch gerne aufwärmen. Dann packe ich das mal statt Princess hierher. So, obwohl, wartet, Casey muss auch noch dringend auf Toilette. Da sollten wir sie dann vielleicht doch auch nochmal hinschicken. Wo war denn hier die Toilette? War hier drin eine? Irgendwo war hier auf jeden Fall ein Klo. Und wenn es nur die Dings war, oder? Es gibt doch hier kein Grundstück ohne Klo. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Oder vielleicht doch? Ich bin ein bisschen verwirrt. Nein, schaut mal, hier sind die Klos. Sehr gut. So, dann gehen wir hier mal schnell auf Klo. Und uns ist arschkalt. Ungünstig. Aber gut, wir standen ja auch im Regen und haben Gitarre gespielt. Wir wollten es ja nicht anders. So, und danach gehen wir mal eine Runde arbeiten. Und, okay, wir kennen alle. Dann brauchen wir uns nur noch mit ihnen anfreunden. Das ist ja auch nicht schlecht. So, auf die Toilette. Perfekt. Und dann geht es ein bisschen verspätet auch los. Oh nein. Wir haben das Klo kaputt gemacht. Schnell weg hier, Casey. Schnell weg. So, Prudence malt immer noch. Michelle ist ins Bett gegangen und Lara ist gleich mit Baden fertig. Gott, es ist mittlerweile auch schon wieder 18 Uhr. Hey, das ist Zeit vergeht. Oh, das Bild sieht voll cool aus. Prudence, was malst du denn da wieder Schönes? Voll gut. Okay, wir haben es schon fertig gesehen, aber es ist noch nicht fertig. Dann warten wir einfach mal ab, bis es das ist. So, müssen wir irgendwas sauber machen? Nee, alles gut. Die Pflanzen sind hier zwischendurch aufgetaut. Nee, die sind alle hier in der Schockstarre. Aber wir können mal nochmal versuchen, alle vertrockneten Pflanzen wegzuwerfen. Ich befürchte nur, wir kommen da nicht ganz ran. Kann das sein? Müssen wir nochmal genau drauf achten. So, Brunita, was ist bei dir eigentlich los? Wir könnten hier auf jeden Fall mal eine Runde was fressen. Ich glaube, dann geht es uns auf jeden Fall schon mal deutlich besser. So, Milo könnte auch mal was futtern. Den schicken wir mal nach hier hinten. So, eine Runde Heu fressen. Barbie, die könnte auch mal eine Runde Heu fressen. So, Flöckchen. Ah, das ist ja ein hübsches Pferd, Mani. Mani sieht voll hübsch aus. So, hier haben wir auch noch was zu fressen. Wo fressen wir jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir rennen auf jeden Fall erstmal ein bisschen.
Pumulo frisst was, Pünktchen bräuchte Soziales, Quietschi, die schläft und Star, der trinkt. Alles klar, so. Mit Lara wollte ich hier gerade her, kann das sein? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Oh, wir müssen Bonita dringend mal wieder bürsten. Ach, herrje. Ja gut, das haben wir die letzten Tage wirklich ein bisschen vernachlässigt. Es war viel los hier. Da war das schwierig mit unseren Pferdchen. Oh, du bist so ein hübsches Pferd. Voll hübsch. So, ja, vielleicht sollten wir Bonita einfach gleich mal eine Runde bürsten. Und die Hufe auskratzen. Bonita, wir stellen das Fressen mal kurz ein. Wir müssen uns mal um unsere Sauberkeit kümmern. So, sehr gut. Star könnte vielleicht auch ein bisschen Liebe brauchen, was das betrifft. So, wir galoppieren eine Runde herum. Danach können wir ja immer noch hierher kommen. Ha, unser Star. So, Quietschi, was machst du gerade? Quietschi könnte rein theoretisch hier auch mal was fressen. Quietschi, einmal eine Runde fressen, danach eine Runde kratzen. Pünktchen, der spielt mit Pummeluff, das ist super. Hier, was machen wir da? Okay, nein, nein, nein. Okay, wir können es aber versuchen. So, wir werden gerade geputzt von Barbie. Warum geht's Barbie so schlecht? Barbie könnte auch mal pieseln. So, und Bonita ist hier gerade schon einfach weggerannt. Auch gut. So, da kratzen wir noch die Hufe aus. Und dann würde ich sagen, können wir hier mal noch ein Leckerchen geben. Perfekt. So. Ah, schau mal, das Pferd ist zu uns gekommen. ich wollte gerade noch gucken wegen verstärkenden Maßnahmen. Gehorsam sein, schnell sein. Wir können ja mal hier wegen schnell sein loben. So. Perfekt. Gut, können wir noch für was loben. Hier gehorsam sein. Auch super. Und was haben wir noch? Ordentlich sein. Dann haben wir hier mit Bonita alles gemacht, was irgendwie ging. So, Bonita kann dann auch gleich mal auf der Stelle pieseln. Und dann noch ein bisschen herumgaloppieren. So, wer ist denn hier noch am Start? Flöckchen. Flöckchen galoppiert herum. Und Barbie steht herum. Barbie kann mal eine Runde pieseln. Und dann bringen wir mal Lara hier rüber. Oh, schaut mal, Prudence hat das Bild fertig gemalt. Sehr gut. Ich überlege gerade, ob wir das hier irgendwo hinhängen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Aber mit der Tapete ist hier schon echt viel los. Da hängen auch schon Bilder von uns. Hm, vielleicht hängen wir das einfach mal hier so an. Weiß ich nicht. Wir rahmen es auf jeden Fall mal ein. Und dann malen wir einfach nochmal ein kleines Bild. So. Hier wird, wie gesagt, gepieselt. So, und dann bürsten wir uns hier mal eine Runde und kratzen die Hufe aus. Müssen wir jetzt mal wieder bei allen Pferden machen. Sonst sind wir hier ein bisschen vernachlässigend. So, hier würden wir uns wieder über ein bisschen Soziales freuen. Ich schicke Pummeluff einfach mal hierher. Da haben wir einfach ein Loch gegraben, ne? Ist unglaublich. So, Bonita ist am Rennen. Sehr gut. Bonita könnte auch rein theoretisch mal was trinken. Ich schicke Bonita mal was trinken hier drin. So, lale. Bei wem sind wir gerade? Bei Barbie. Barbie könnten wir rein theoretisch auch noch ein Leckerchen geben. Haben wir jetzt, was haben wir denn gemacht? Hufe ausgekratzt. Okay, dann bürsten wir mal noch. Aber das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Sehr gut. Und dann geben wir hier noch ein Leckerchen. Du, 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 du. Begib dich nach Ägypten. Gerade nicht so. Wir haben ja auf dem Hof mehr als genug zu tun. Und bevor Dakota nicht wieder da ist, gibt es hier auch keinen Happy End und Liebesurlaub. So. Hier können wir auch nochmal eine Runde loben. So. Loben für gehorsam sein und loben für ordentlich sein. Dann haben wir hier auch nochmal ganz nett durchgelobt. So, Pumuluf wollen wir auch noch die Hand beschnüffeln lassen, aber ich glaube, hier eine Freundschaft aufzubauen wäre gar nicht so unübel. Beziehungsweise eine besonders enge Freundschaft. So, Michelle ist wach geworden. Wir haben es lautstark gehört, leider. Och Gott, arme Michelle. So, hatten wir die Reste weggestellt? Ja, hatten wir. Sehr gut. Dann können wir hier mal ruhig einen Burger futtern. Prudence malt immer noch. Casey, die arbeitet immer noch und kann dann danach hier mal eine Runde schlafen kommen. Ich gehe mal wieder zu Michelle runter. Zu Michelle sage ich schon, zu Lara. So, hier können wir ja auch uns mal ein bisschen anfreunden und einfach mal ein Leckerchen geben, weil wir hier gerade so schön rumstehen. Hallo, hübsches Pferd von unseren Nachbarn. Willst du nicht bei uns wohnen? Da wollen wir uns auch gerne anfreunden. Kein Wunder an der Stelle. Oh. So ein liebes Pferd. Hihi. wir können ja hier auch mal den Hals krauen. Vielleicht mag das Pferd das ja. Hallöchen, magst du Halskraulen? Ja, es mag Halskraulen. Hatten wir Star hier schon gehabt? Wir können ja Star nochmal eine Runde bürsten. Dann ist er da auch voll auf dem neuesten Stand.
Star, bleib mal stehen. So, Star hat auch ein bisschen Hunger. Da können wir gleich nochmal ein Leckerchen geben. So, Zuneigung, Leckerchen geben. Verstärkende Maßnahmen, Loben für verspielt sein ist auch super. So, Barbie geht es rundum gut. Oh, wir möchten uns auch mit Lara anfreunden. Voll schön. So, und Flöckchen können wir eigentlich dann auch mal hierher schicken. Dann können wir uns da auch gleich definitiv mal drum kümmern. Können wir gerade irgendwas mit Flöckchen machen? Wir können mal Viren. So, da gibt es ein Leckerchen. So, oh, wir haben das Merkmal lauter halten mit Flöckchen. Hilfe! Auch nicht schlecht. So, versuchen wir immer noch gerade hier was mit Star zu machen. Ja, tun wir. So, Flöckchen möchte zwischendurch mit dem Pferdeball spielen. Das können wir natürlich machen. Weil mit Star dauert es hier gerade noch 2 Sekunden. So, loben für gehorsam sein und loben für mit Pferdeball spielen. Okay, können wir auch tun. So, Prudence hat schon wieder das Bild fertig gemalt. Krass, wie schnell ging das denn? Ich meine, war zwar ein kleines Bild, aber trotzdem. So, ne? So, wir gehen dann mal auf Toilette und werden uns hier auch mal was zu essen gönnen. So, Michelle ist ja mittlerweile wach. Wir wollen uns gerne auch mit Prudence anfreunden. Okay. Ich würde gerne noch ein bisschen kochen lernen wollen, weil wir gerade erstens nicht so viel zu tun haben. Und zweitens, dass gar nicht mal so schlecht wäre, wenn wir hier alles könnten. Da haben wir ein Kochbuch und das werden wir dann mal eine Runde lesen. So, Lara kümmert sich weiter um die Pferde. Hier machen wir uns gerade fit. So, dann gehen wir mal zu Lara zurück. So, und mein lieber Star, du brauchst gleich ein bisschen Bewegung. Wir rennen hier aber gleich wieder um Lara rum, das ist ja auch ganz toll. Jedes Mal machen wir das irgendwie. Oh, Casey hat noch irgendwas im Inventar, was nicht so lecker ist. Gut, wir können dann hier aber auf jeden Fall mal eine Runde pieseln. Und dann gehen wir hier mal Heu fressen. So, in der Zwischenzeit kann Barbie hier mal wieder herkommen. Dann kümmern wir uns mal... Ach nee, Barbie hatten wir ja schon. Okay, wir lassen Barbie hier einfach mal auch eine Runde Heu fressen. Und lassen Flöckchen dann mal hierher kommen. Das ist, glaube ich, der bessere Plan. So, da kommen sie beide. Oh, wie süß. Hihi, hallo Flöckchen. So, dann kümmern wir uns hier mal ein bisschen um Flöckchen. Ich glaube, dann ist Milo der Einzige... Oh, guck mal, wir haben einen Übernachtungsgast. Dann ist Milo, glaube ich, der Einzige, um den wir uns noch nicht gekümmert haben, oder? Sehr gut. Milo schläft auch noch, dann passt das ja. Die beiden fressen hier ganz brav. Sehr, sehr gut. So, Prudence ist jetzt auch wieder satt. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach noch ein Bild, um hier unsere Karriere weiter voranzutreiben. Machen wir mal ein mittleres. Welches Level haben wir eigentlich? 8. Okay, wir sind schon echt gut dabei. So ist es ja mal nicht. So, meine liebe Lara. Wie läuft's hier? Soweit so gut, wie es aussieht. Wir können ja dann hier auch nochmal ein Ernteprodukt verfüttern. Einfach mal den Apfel. So, loben für gehorsam sein. Loben für... mit Pferdeball spielen. Auch gut. So, wir drehen uns hier dreimal im Kreis. Ich weiß zwar nicht, warum immer, aber haben wir einfach mal gemacht. So, hat Flöckchen jetzt hier alles bekommen mit Hufe auskratzen? Mit Hufe auskratzen, perfekt. So, ja gut, Soziales sind wir mäßig auch voll. Dann könnten wir rein theoretisch mal eine Runde pieseln. Auf der Stelle so, weißt du. Und dann mit dem Pferdeball spielen. Und dann wecken wir mal Milo auf. Der kann mal hierher kommen. Und dann machen wir Milo auch noch fertig. So, Barbie, die hat jetzt hier hungermäßig alles gestillt bekommen. Dann geht's jetzt hier mal ein Nickerchen machen. Bonita schläft auch immer noch. So, Flöckchen wird hier nochmal gelobt. So, da wurde gepieselt und danach mit dem Pferdeball gespielt. So, Milo ist am Start. Sehr schön. Dann können wir uns hier auch noch ganz lieb kümmern. Ah, hihi. So, hier stockt es gerade kurz. Ist auch kurz vor 3 Uhr. So, dalle. Milo freut sich hier. Barbie schläft jetzt. Und hier können wir gerade irgendwie nicht mit dem Pferdeball spielen. Ich weiß nicht warum. Wir versuchen es einfach nochmal. Sind wir einfach zu müde? Kann das vielleicht sein? Okay, wir gehen dann einfach mal hier ein Nickerchen machen. Ist natürlich auch eine Option. So, Lara ist noch fleißig am Bürsten. Danach können wir auf jeden Fall mal hier auch ein Ernteprodukt verfüttern. Bringt auf jeden Fall auch eine positive Stimmung. So, jetzt war es 3 Uhr. Schau mal einer, guck. So, und jetzt werden die Hufe ausgekratzt. Sehr gut. Dann haben wir uns mal wieder um alle gekümmert. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. So, hier der Stall ist besetzt. Dann sollten wir vielleicht mal hier reingehen, Star. Da kannst du dich ausruhen und ein Nickerchen machen. So, hier warten wir gerade auf das Ernteprodukt. Dann können wir hier auch mal eine Runde beschnüffeln.
Einfach mal nur so von uns aus. Was wollten wir hier eigentlich? Ah, wir wollten uns anschmiegen. Okay. Freundlich anschmiegen. Na, perfekt. Ah, voll gut. So, und dann können wir rein theoretisch hier eine Runde mit dem Pferdeball spielen. Dann erfüllen wir uns den Wunsch auch noch. Okay, der passt irgendwie hier von der Verteilung her nicht. Alles klar. Ich packe den mal nach da drüben. Scheint mit dem hier nämlich viel besser zu funktionieren. So, und Lara kann hier nochmal ein bisschen Heu verteilen. So, wie geht's den anderen hier gerade? Alle sind beschäftigt. Okay, dann bleiben wir mal bei Lara. Lara macht einen Bogen um Pferdeball. So, und Milo freut sich, dass er hier alles gemacht hat. Wir wollten auch nochmal einen Ochser kaufen. Ich weiß nicht, wir benutzen ja nicht mal wirklich die, die wir hier haben. Das ist manchmal ein bisschen schwierig hier, Milo. Ich glaube, das können wir mal streichen. Weil am Ende machen wir es leider, ich befürchte eh nicht. So, ich wollte mal gucken, was wir hier für Lebenszeitbelohnungen kaufen können für unsere Tiere. Hm. Gärtners Entzücken. Mach deine Boxen so umweltfreundlich wie möglich. Dung aus der Box kommt, diese Pferd benutzt ist... Oh, hohe Qualität. Geliebtes Tier. Die soziale Zufriedenheit des Tieres steigt durch den Umgang mit Sims Stärke. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Pferdesennen. Hiermit ist dein Pferd in der Lage, seine innere Stärke effektiver zu kanalisieren, sodass sein Bedürfnis nach Bewegung schneller gestillt wird. Auch gut Einstellungsänderungen. Hast du dich jemals gefragt, wie dein Lieblingstier wohl wäre, wenn du laut statt ruhig oder kein Ferkel, sondern ordentlich wäre? Dann hast du hiermit die Chance, die Merkmale deines Tieres zu ändern. Okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier gehen die Fähigkeiten schneller hoch. Oh, wir können Tier klonen. Auch cool. Tierverjüngungsgetrank. Wäre vielleicht für Star was. Selbstreinigende Box, himmlischer Leckstein. Okay, wir haben hier Grasatom. Ja, verliert die Fähigkeit, auf jeder beliebigen Oberfläche zu grasen. Ach, verleiht. Nicht verliert. Herdenfreund, sei das beliebteste Pferd der Stadt. Wildpferde fühlen sich häufig zu deinem Grundstück hingezogen. Auch cool. Glücklicher Aufstieg. Reiter dieses Pferdes werden mit Glück nur überschüttet. Auch cool. Wüstenpony. Diese Fähigkeit wird häufig Tieren in den ausgetrockneten Regionen von Al-Simhara antrainiert. Kann jetzt aber auch deinem Pferd verliehen werden, sodass es seltener seinen Durst löschen muss. Okay, das ist alles irgendwie echt gut. Aber ich glaube, ich fände... Oh, hiermit können Fohlen sich von ihren Müttern entfernen, ohne sich traurig oder einsam zu fühlen. Auch süß. Wir nehmen mal den Grasatomarisierer. Und, wir machen mal hier geliebtes Tier. Denn dann fühlen wir uns hier, glaube ich, alle ganz wohl mit. So, Star hat auch hier schon echt viel sich leisten können, ne? Richtig gut. Was kann Quietschi eigentlich? Brechmaschine ist auch richtig gut. Übelkeitsresistent, Einstellungsänderungen, unglaublich cleveres Tier, totschickes Tierbett, auch nicht schlecht, aber da fehlen uns auf jeden Fall noch ein paar Punkte, Napf ohne Boden, auch nicht übel. Fruchtbarkeitsbehandlung brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Vielleicht wäre Alpha-Tier was für Quietschi, denn dann könnte sie hier immer Sachen suchen, fände ich auch nicht schlecht. So, Pünktchen hat ja auch alles voll, nicht schlecht. Oh, ich würde gerne mal totschickes Tierbett ausprobieren. Wie sieht denn das aus? Im Familieninventar. Okay, das müssen wir uns dann mal anzeigen lassen. Sodale. Alpha-Tier. Ich weiß nicht, ob das jetzt so für Pünktchen unbedingt sein muss. Unglaublich cleveres Tier. Gutes Benehmen. Gutes Benehmen ist vielleicht auch nicht schlecht, da müssen wir nicht so oft sauber machen. Und dann machen wir hier noch unglaublich cleveres Tier. So, Pummeluff hat hier den Vogel abgeschossen. Oh, Tierverjüngungstrank ist natürlich auch nicht schlecht. Dieses Elixier dreht die Lebensuhr deines Tieres auf magische Weise zurück. Alles auf Anfang. Ja, das ist alles nicht schlecht. Klongutschein funktioniert nicht, nehme ich an, weil unser Haushalt sehr überfüllt ist. Ich mache mal hier auch geliebtes Tier. Und dann irgendwas Kleines noch. Hier kommt gutes Benehmen. Und dann lassen wir das hier vorsichtshalber, falls wir irgendein Tier verjüngen müssen. Ha, was haben wir denn hier? Dieses Pferd wird glücklos überschüttet, finde ich auch richtig gut. Gärtners Entzücken gefällt mir ganz gut. Pferdesennen. Ja, hier, okay, komm, unglaublich cleveres Tier. Ich will mal hier die Punkte ein bisschen verteilen, dass wir die auch mal tatsächlich nutzen. So, ich weiß gar nicht, war Bonita? Bonita hatten wir uns so geholt. Milo war das Kind hier von Star und... Ich weiß gar nicht mehr, ob Barbie oder Flöckchen. Himmlischer Leckstein.
Vielleicht auch ganz cool, oder? So ein himmlischer Leckstein? So einen himmlischen Leckstein probieren wir auch mal aus. So, Bonita hat jetzt hier noch nicht so ganz die Punkte voll. Aber wir könnten ja mal versuchen hier, komm, glücklicher Aufstieg, dann hat Bonita auch was am Start. So, meine lieben Freunde, wer fehlt denn hier noch? Wir haben jetzt alle eigentlich gebürstet gehabt. Wir haben jetzt hier das Heu verteilt. Ich bin eigentlich echt stolz auf uns. Hier drüben könnten wir rein, theoretisch. Obwohl, da liegt noch was. Okay, wir verteilen trotzdem mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder, ne? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dass wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Und ja, dann macht's gut, macht's besser. Und bis dann.